Hallöchen, liebe Minecraft-Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FeedBeast Continuum. Ja, ganz kurz mal hier meine Handy-Verpackung weggeräumt. So, nachdem wir ja in der letzten Folge hier diese lustigen Maschinen gebaut haben, wollen wir die heute natürlich auch mal zum Einsatz bringen. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Material. Und zwar hätte ich da gerne ein paar Laboratory-Blocks. Da habe ich gar nicht mehr so viele von. Ein wenig Glas. Ja, hier nehmen wir mal das mit. Und ich glaube, das war es erstmal. Habe ich noch eine Chisel hier irgendwo da? Machen wir das schon mal hier. Mal gucken, wie das aussieht. Oh, da hat er gefuscht. So, ja, die sehen auf jeden Fall besser aus. Ich muss die hier nochmal austauschen. So, das ist einmal eine Wand. Dann brauchen wir hier natürlich so, das soll hier ein 3x3 Area werden. So, genau. Und hier drüben genau dasselbe. Auch 3x3. Zack. Ja doch, kann man machen. Dann die mal weg. Bin ich hier schon? Hallo, shit. Ich habe keinen Platz für Kabel hier. Das ist ja doof. Scheiße. Wie mache ich das jetzt am geschicktesten? Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Wir gucken mal. Ich brauche ein wenig. Habe ich Grasblöcke? 16 Stück. Die machen wir mal hier hinein. So, hier drüben genauso. Und habe ich zufällig ein bisschen Dirt in der Tasche? Nein, wieder runterrennen. Zip. Dirt. Zack. Und zack, zack. Okay, kann sich das ausbreiten hier. Gut. So, fangen wir mal an. Also, ich brauche einmal den hier. Der kommt hier in die Mitte. Ich hoffe, so rum steht der richtig. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht, aber wir probieren das mal aus. Dann brauchen wir die Mob Slaughter Factory. Die hätte ich gerne hier hinten. So. Dann brauche ich den Animal Feeder. Den hätte ich auch gerne hier hinten dran.
Und dann hätte ich hier gerne den Rancher. Den hätte ich vielleicht hier so gerne. Hier so. Oder da. Oder da. Da. So, einmal da. Dip, dip, dip. Dick, dick, dick. Okay, mach die wieder rein da. Perfekt. So, und das ist, glaube ich, schon das fertige Setup, so wie wir es bräuchten. Die Garden Cloach nehmen wir nochmal mit. Den setzen wir dann natürlich wieder ein. Und die darf dann ruhig hier direkt dran stehen, wenn wir dann soweit sind. Okay. Dann kann das Ganze nach hier hin auf jeden Fall zu. Da auch. Obwohl. Schauen wir mal. Da kann auf jeden Fall Glas hin. Machen wir das Ganze. Ja, machen wir ruhig so. Baller. Geht das kaputt? Ich weiß es nicht. So, machen wir hier auch Glas drauf. Und dann machen wir hier noch zu. Ah, okay, das geht nicht kaputt. Sehr gut. Ja, so kann man das machen. Und dann sind mir die Laboratory-Brücke ausgegangen. Okay. Wir schauen mal, was brauchen wir. Also, wir brauchen auf jeden Fall Strom. Die Maschinen brauchen alle Strom hier. Okay, Stromquelle sollte nicht das Problem sein. Ich würde da sogar beigehen und den hier so mal, wir haben doch hier irgendwo ein Kabel reinlaufen. Das finde ich allerdings blöd hier. Aber da könnte ich. Ja doch, da könnte ich hier die Decke 1 tiefer setzen. Okay, das ist kein Problem. Können wir hier nämlich mal beigehen und das mal alles aufkloppen hier. Und da machen wir hier die Laboratorieblöcke rein. Genau, und dann ziehen wir nämlich eine Stromleitung hier lang. Zack, zack. Eine Stromleitung hier mittig. Hier lang, genau, und ja, theoretisch könnten wir hier einmal durchgehen. Jetzt wollen wir ganz kurz schauen, hier ist, glaube ich, genau, hier haben wir den Steg, dann können wir hier durch
und das dann hier drunter auch verteilen und eventuell hier für die Garden Clutch hochkommen. Und das können wir dann mal schauen. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, was wir an Stromkabeln nehmen können. Was gibt es denn? Mal schauen. Thermal. Leadstone, Flakterhorn, Flaxducts. War denn Signalum? Die können Items and Redstone transportieren. Die können Items und Redstone. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen oben. Hier kommt ein Fluid raus. Und zwar kommt hier, glaube ich, Milch raus. Und hier kommt auch ein hier kommt zwei Fluids raus. Gibt's hier was Fluid? Ich brauche glaube ich nichts. Ich brauche was Fluid und Strom macht. Ich habe doch bestimmt irgendwo Fluid, die das können. Fluid. Hier. Fluids and Redstone. Laminar. Die brauche ich glaube ich dafür nicht. Okay, machen wir die Fluid Ducts. Ach so. Ja, ich brauche ja trotzdem noch Strom. Gucken wir dann. Erstmal Strom. Erstmal Strom. Dann bauen wir hier diese Signalum-Dinger. Items and Redstone. Ich hätte aber gern die hier. Dafür brauche ich diese. Dafür brauche ich diese. Okay. Dann brauche ich die hier. Da kommen drei bei raus. Hier brauche ich drei Nuggets jeweils. Hier kriege ich 9 Nuggets raus. 3, 6, 9. 3. Nee, das nimmt sich nichts. Das nimmt sich überhaupt 0. Signalum mehr. Okay.
Gut, gucken wir mal, wie weit wir mit den Dingern kommen. Ich meine, die sehen auch noch schick aus. So. Das wird. Das kommt noch wieder zu hier, ne? Ja. Zack, zack. Ja, das sehe ich hinterher nicht mehr. Obwohl, doch. Tue ich. Habe ich keine mehr von den. Habe ich tatsächlich nicht mehr. So, und dann machen wir hier mal den hier und den und den, den, den und den. Genau. Und ja, den Kameraden schließen wir dann an. Ich brauche mehr Laboratory Blocks. Wir machen mal eben einen auf den hier. Und zwar hatte ich die glaube ich hier. Hier drüben machen wir das noch genauso. Ja, okay. Dann können wir da die Steine auch drauf machen wieder. Ich hätte gern die Screens waren das, glaube ich. Ja. Und dann hätte ich gerne Glass Paints. Gucken, was da so gibt's. Gibt Glass Paints. Gibt's nur diese ganz normalen Standard. Gucken wir mal, ob wir die da draufsetzen können. Kann man die ja tatsächlich nicht draufsetzen. Das ist Thermal Dynamics, ne? Gibt es da Fassaden? Add Thermal. Facades. Es gibt doch die Cable Anchor, ne? Wir probieren mal was. Zack, zack. Einmal den, einmal den, einmal den. Scheißegal womit. So, mach mal hier. Du willst mir doch jetzt nicht erzählen. Alter. Gib mir mal hier ein bisschen Kupfer. Aber mal ganz schnell, mein Freund. So. Zack, zack. Hau mal raus hier. So, jetzt habe ich Kupfer Nuggets gemacht. Egal. So, jetzt brauche ich mal ein bisschen Glas. So. Dann macht man das, glaube ich, so und dann so, so, so und so. Ja, genau, dann kriegt man hier diese Fassaden. Kriegt man. Vielleicht kriegt man die. Warum geht das nicht? Cable. Fast. So.
Kann man die nicht craften? Das wäre jetzt ultra schade. Okay, das geht gar nicht. Okay, da gucke ich gleich nochmal offscreen, was man da machen kann. Das mal weg, das mal weg, das mal weg. Genau, jetzt müssen wir den ganzen Rotze noch an Strom und Wasser und ganz schnell anschließen. Die Folge wird schon wieder viel zu lang. Sollte das gar nicht dauern. Ich brauche mal bitte hier, wo ist denn hier Strom? Hier kommt ein Kabel raus. Habe ich hier keine Stromversorgung mit dich anliegen? Das ist doch scheiße. So, zack, zack. Dann kommt hier ein Connector ran. So, dann kann der sich nämlich schön damit verbinden. Dann, was war das für eine Kabelfassade? Das war die, genau. Davon müsste ich dann aber noch eine haben. Oder auch nicht. Habe ich noch hier Kabelfassade? Da habe ich Kabelfassade. Perfekt. Dann brauche ich einmal das dahin und das da und da. Willst du mich jetzt hier verarschen oder was? Geh da. Alter Mann. Danke. So, dann hätten wir schon mal Strom an der ganzen Geschichte. Blub. Gehen wir da mal Saft drauf. Da. Great. Da müssten die ganzen Kameraden auf jeden Fall schon mal Strom haben. Jawohl, okay. Das. Soweit haben wir das schon mal. Jetzt brauchen wir diese hier. Und der Kamerad braucht Weizen. Das heißt, ich habe hier vorne, glaube ich, den Output drauf. Oder habe ich den hier hinten? Nee, ich glaube, der Output ist da vorne. Achso, das ist ein Fluid. Den wollte ich gar nicht. Geh mal weg. Ich hätte gerne ein Item. Danke. So. Dann hätte ich gerne hier unten nochmal Strom. Dann können wir nämlich die Garden Clutch da drauf stellen. Wo ist er denn da? Ja, dann back halt rum. Blöd Mann. Dann brauchen wir mal hier irgendwas, wo wir. Ist das jetzt richtig? Ich weiß das immer nicht. Gib mir mal hier. Komm, wir machen mal. Ganz dumm hier mal Strom oben drauf. So. 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 Dann brauche ich ein bisschen Weizen und ein bisschen Erde. Dirt, please. Und ein Seed haben wir auch. So, Erde rein, Seed rein.
habe ich noch einen Sink hier. Jawohl. Da geht das. Ne, das geht nämlich so rum nicht. Und dann muss die Sink an die Seite. Nein. Dann drehen wir den Kameraden einmal. Und mal so rum ran. Dann kriegt er da eventuell Wasser. Nein. Kriegt er da Wasser? Auch nicht. Oh, ich hasse das jedes Mal wieder. Oh, leck mich. Jetzt gehe ich unten gucken. Out. Wasser. Wasser unten. Unten hinten. Und out oben hinten. Okay. Also. Out oben da. Wasser da. Das heißt, ich habe hier ein kleines Versorgungsproblem. Wie macht man das am besten? Ich möchte ungern hier seitlich ran, dann kann man das alles sehen. Das will ich nicht. Muss ich mit einer Kiste arbeiten. Dann ist es so. So, den daran. Dann die Sink da unten hin. Dann können wir den nämlich wegmachen. Machen das so. Sink dahin. Braucht der da tatsächlich so eine Fluidnot zwischen? WTF? Jetzt kriegt er Wasser. Okay. Dann Dirt rein, Seed rein. Da können wir das mit Strom hier ein bisschen anders machen. Dann können wir den Strom hier drüber leiten. Genau, dann müsst ihr anfangen, was zu machen. Und dann brauche ich noch eine Kiste. Echt zufällig. Ich habe noch nicht mal eine Chest bei mir hier im Rucksack. Boah. Das wird schon wieder so eine ewig lange Folge. Aber egal. Einmal die Chest. Ich brauche mal einen Filter. Und zwar hier so einen. Zwei Stück. Und eine Trashcan. Eine. Und zwar wie folgt. Hier kommt nämlich raus Weed und Seeds. Das heißt, ich nehme mal hier ein bisschen Weed. Jetzt machen wir hier so ein Filter auf. Und hier soll Whitelist Weed. Und wenn ich da jetzt
So, genau. Wheat. Wenn ich jetzt die Kiste darin stelle, die ich jetzt gerade geholt habe und wahrscheinlich für den Filter aufgebraucht habe. Verdammte Scheiße. Oh Mann, ey, es wird Zeit für ein Wireless-System. Eine Chest bitte. Danke. Weg, weg, weg. So. Wir schaffen das heute noch. 100 Pro. So. Okay, jetzt ist der da drüben wahrscheinlich verkehrt rum drauf. Bim, bim. So rum. Filter Wheat. Filter Wheat. Kiste. Sieht das da rein? Ja, okay, super. Dann brauche ich hier den zweiten drauf. Mit dem Filter. Der lässt sich nicht öffnen, okay. Warum nicht? Weil ich ihn gar nicht in der Hand habe. So, und da kommen nur die Seeds. Ich kann mit der leeren Hand draufklicken. Hallo, ich würde gern da. So. Da den Filter und die Trashcan ran. Macht er das weg? Ja, macht der weg. Perfekt. Okay. Wheat geht in den Animal Feeder und das geht da rein. Perfekt. Dann können wir eigentlich hier schon mal soweit zumachen. Okay, gut, dann als nächstes, oder abschließend besser gesagt, gehen wir runter in den Keller. Habe ich, warte mal, habe ich die hier? Ja, ich habe die goldenen Lassos hier. Zack und zack. Dillidlip. So, machen wir ein bisschen Platz hier. Wie sieht das hier aus? Okay, jetzt schon wieder nachgefüllt. Das Fass war komplett vollgelaufen. Ich hatte nämlich ein paar Enderperlen zusammengefarmt. Zweimal die Enderman Trophy gekriegt. So, ich brauche mal die Cow. Und dich würde ich jetzt gern mal ausschalten, ganz kurz. Kau rein. Eine. Und noch eine. Reicht mir erstmal. Dann darfst du gerne weitermachen. Und dann setzen wir mal unsere erste Kuh hier rein. Zack. Und zack. Okay. Wir haben einmal Milch. Eigentlich sollte. Eigentlich sollten die Kühe gefüttert werden. Aha. Ich brauche ja noch die Upgrades. Scheiße. Und zwar die Tier 0. Die hier.
Und zwar 3. Habe ich da eine? Ja, habe ich. 3. Ich weiß nicht, 4 Stück. wir machen das mal an hier. Dann machen wir mal so ein Upgrade hier rein. Und dann seht ihr, das passt genau in dieses Feld rein. Deswegen das Ganze auch 3x3. Dann hier genau dasselbe. Denn genau, jetzt füttert er nämlich die Kühe. Die machen ein Baby. Hier kommt auch das Upgrade rein. Die Kuh ist hier rüber gewandert und wurde hier zermatscht. Wir haben 50 Millibucket Liquid Meat und 80 Millibucket Pink Slime. Also, auf Deutsch, Kühe poppen, Babys gehen hier rüber, Baby wird zermatscht, Pink Slime. Bäm, so einfach. Gut, ich würde sagen, damit bin ich dann erstmal raus für heute. Folge war lang genug. Unsere kleine, süße Animal Farm hier. Ich werde hier noch ein paar Kühe reinstopfen. So hier von Tierlieb und so. Ne? Ihr wisst Bescheid. Und ja, ich bin dann mal raus. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Ja, ich werde dann hier den Boden noch zumachen. Ich werde mal gucken, was ich da für Fassaden kriege. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Und dann schauen wir mal, womit. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis dahin, danke und tschüss.